So, ja, also mir ist 6. Sehr herzlich willkommen hier bei Bring It To Me. Tja. Ganz okay, Spiel. Wie man sieht, man ist hier der Kombi Ritter oder was. So, die Maps, die verändern sich auch. Also, ist immer anders. So, für die ganzen Trophäen, zum Beispiel, muss man die Katze da 5-mal streichen oder. Habe ich mit oben, da sieht man hier, das hier ist so ein ganzes normaler Raum. Da kann man oben jetzt quasi da so Sachen kaufen. Ein paar blaue Coins kann man kaufen. Die normalen, oben die rote, der Gesöff, rote Elixier, blaue Elixier. Muss man irgendwie einen Fisch braten und so ein Kram für die ganzen Trophäen. Na, ein bisschen komisch. Naja, auf jeden Fall, so sieht das halt aus. So rennt man da rum. Wie gesagt, die Levels sind manchmal anders. Und. Geheimgänge gibt auch, dann kann man auch irgendwas machen, da kann man sich schrumpfen lassen, da kann man durch kleinere Gänge durchlaufen. Ansonsten geht da drum, da sieht man so links hier so ein Hebel. Erstmal Gegner kaputt machen, Bumerang hat man, ja. So, sobald man Hebel aktiviert, verändert sich der Level und erst dann kommt man quasi zum Schlüssel und dann quasi kann man in das Tor reingehen. So, damit wäre schon quasi alles erklärt. Irgendwann ja, ist man dann wieder in einem normalen Raum. Unten links sieht man zum Beispiel noch die Herzen, die man hat. Und dann sieht man da Map. Das ist quasi der komplette Durchlauf, den man hätte. Und dann irgendwann ist man da wieder erstmal wieder normaler Level. Dann ist man wieder in dem einen Level wie eben, dass man da wieder Sachen kaufen kann. Dann wieder normale Levels, dann wieder in einem Raum, wo man Sachen kaufen kann. Bis man dann ganz am Ende dann quasi zu so einem Bosskampf kommt, dann ist man aber vorher trotzdem noch mal in der Mitte, wo man die Sachen aussuchen kann, so wie jetzt. Braucht man einen blauen Schlüssel, dann kriegt man wahrscheinlich erst, wenn man ein paar Levels hintereinander macht. Ja, ein bisschen scheiße erklärt, aber so ist das Spiel halt. Ja, habe ich wenigstens da ein paar Trophäen gemacht und tja, mal so ungefähr eine Stunde gespielt, aber man könnte auch eine halbe Stunde machen, dass man Platinum hat. Oder drehe ich mal jetzt nach. Auf jeden Fall muss erst einmal durchspielen, dann zweimal, dann dreimal. So, dreimal durchspielen, er redet eine halbe Stunde hin, na gut, dann muss man schon ziemlich gut sein. Ja, ich sag mal, so in 2 Stunden kann man das wohl machen. Naja, eine halbe Stunde kriegt man wenigstens auf jeden Fall erstmal genug Trophäen, wenn man sich drum kümmert. Aber was mit mir liegt, mir ist das da irgendwann nicht mehr gelegen. Na, wäre ich auch lieber auf der Straße kleben geblieben, so ungefähr. Naja. Gibt Besseres, gibt auch weitaus Schlechteres, deswegen, na egal, wie ich mal gezeigt. Und auf jeden Fall sieht das cool aus, dass sich da die Umgebung verändert. Ja. Und nee, ich hab mal Bumerang, der endlich Munition hat. Na. Ja. Sonst irgendwann war es nervig, man muss das ja immer wieder wiederholen, bis man es einmal durchgepackt hat quasi. Und danach ist ein anderer Lauf. Muss man ein paar Mal machen. Oder aus dem Fisch. Ja, den hätten wir mitholen können und später braten können. Kein Scherz, den muss man später auf die Flamme tun, dann kriegt man eine Trophäe. Na egal, so ist das Spiel halt, was wir machen. Ah ja, schon mal ein paar andere Spiele, deswegen so. Bis zum nächsten Mal, tschüssi.